Jetzt das BB-Radio-Witze-Duell. Wer zuerst lacht, ist am schwächsten. Es ist soweit. Ich liebe Mittwochmorgens 6:45, wenn Alex und Mikey im Witze erzählen wieder gegeneinander antreten. Aktueller Stand 7:5 für Mikey. Letzte Woche haben sie beide einen Punkt geholt und auch heute gilt wieder, wer bringt den anderen in jeweils 45 Sekunden schneller zum Lachen? Seid ihr startklar, Venus? Ja, aber so. Ja, du, weil ich ja 2 Punkte hinten bin, dachte ich mir, Mensch, da muss heute mit der Brechstange ran. Ich muss gleich mal warten, falls Kinder zu hören. Die ersten beiden Gags sind halt ein bisschen versaut. Ja, also, die Kinder fahren gerade zur Schule. Ja, also im Zweifelsfall ganz kurz mal weghören, die nächsten 20 Sekunden. Juti, Mikey, du startest heute. Ich starte heute. Ja, alles klar. Auf die Plätze fertig. Was ist schwarz, weiß und sitzt auf einer Schaukel? Na? Ein Schwinguin. Wie heißt der deutsche Torwart mit Wahnvorstellung? Na? Paranoia. Wie nennt man eine Kuh auf dem Fahrrad? Murat. Was hat Flügel, sitzt im Dunkeln und saugt Blut? Na? Die neue Always Ultra. Oh, Mikey. Na, wenn ihn versaut, kriegt er mich immer wieder. Weißt du, ich bin ja so ein leichtes Opfer. Das ist echt... Typische Männerwitze. Traurig, oder? 18 Sekunden waren das. 18 Sekunden, ist doch ganz vernünftig. Das ist ganz gut. So jetzt, Alex? Ja. Nimmst du die Herausforderung an? Ja, natürlich. Na, ich nehme die Herausforderung an. Let's go. Paul zu seiner Frau. Sag mal, wieso guckst du eigentlich immer noch Kochshows? Du kannst ja gar nicht kochen. Sieh darauf hin, na, du guckst ja auch Pornos. Der Frau, ist gut. Frau Fischer, ich würde gern mit ihrer Tochter fischen gehen, aber ich heiße doch Vogel. Naja, ich wollte nicht gleich mit der Tür ins Haus fallen. Der ist alt. Was ist der Unterschied zwischen einem Bäcker und einem Teppich? Also ganz klar, der Bäcker muss morgens früh um 3:30 aufstehen, der Teppich kann liegen bleiben. Wie geil ist das denn? Damit habe ich nicht gerechnet. Der ist so nah liegen. 25 Sekunden, Alex. Oh. Habe ich nicht mitgerechnet. Mir leid, damit 8:5 für Mikey. 8:5. Ja. Oh, das aber tut. Gute Dinger. Der erste war ein Killer. Ja, danke. Trotzdem, es tut jetzt ein bisschen weh. Das BB-Radio-Witze-Duell.